Du musst ihn ablenken. Aber wie, das musst du rausfinden. Ich schieße ja schon auf ihn. Ich schieße die ganze Zeit auf den Arsch. Leon, hier rüber. Ah, hat also was gebracht. Genau. Hey, der ist aber auch Weitspringer, war? Ja. Olympia. Ich glaube, Scheiße. Wir können alles. Was jetzt? Was jetzt? Jawohl, jetzt ist er hier Hopp-Hopp Reiter Simmons oder was? Genau! Genau! Alles klar! Eine Minigun hat er jetzt auch auf dem Rücken. Also Hauptsache, wir übertreiben hier nicht. Also eine Glaubwürdigkeit kann man auch arbeiten. Das ist jetzt gerade aber ja, genau. Hat er eine Minigun? Dein komischer Flash-Minigun da? Ja, ist eine Minigun. Ah, ich habe ein grünes und rotes Kraut kombiniert, da bin ich gerade ein bisschen stolz auf mich. Nehmen wir mal ein taktisches Sturmgewehr hier. Ja. Keine Ahnung, ob das was bringt, aber... Ich hol's einfach mal auf, ich habe hier 120 Schuss Sturmgewehr. Erstmal schießen. Das sieht so albern aus, oder? Das sieht richtig lächerlich aus. Ihr fehlt nur, dass er gleich irgendwie losfliegt. Ja. Wie ein Pegasus. Wo ist er? Bei mir hin. So, er hat dich hier angepümmelt, ja? Ja, der kommt mir gerade. Oh, der kommt mir sehr nah. Der hat mich lieb. Ich hab's geschafft. Ich auch. Da hat noch Munition, die kann ich jetzt gar nicht einsammeln. Hier liegt Munition, die kann ich einsammeln. Ja, lass mich das. Dass auch überall Munition rumliegt, ne? Ja, genau. Genau. Wenn mir eine U-Bahn im Weg steht, mache ich das genauso. Ja. Hier ist noch die Munition. Okay, müssen wir jetzt irgendwie auf den ballern oder so? Ich glaube, wir haben verkackt gerade, oder? Ich habe keine Ahnung. Nee, scheinbar nicht. Muss wohl so sein. Aber Schuhe hat er immer noch an. Ja, klar. Wird Stabilität zurückerlangen. Ja. Seine Familie hat ihn verraten. Ich muss das erstmal verarbeiten. Ich wette, das kommt alles noch mit den anderen Szenarien, dass man das versteht. Der kriegt da eine Kugel im Kopf. Ich weiß nicht, was haben wir die ganze Zeit auf dem geschossen? Ja, echt. Ey, wir hauen ihn deshalb Igelkugeln da in ihn rein und Schrotkram, ey, bis zum geht nicht mehr, aber ein Headshot war es dann, ne? Aber ganz ehrlich, Leon hat die beschissensten Sprüche von allen. Die Welt wird Stabilität zurückerlangen. Deine Sprüche sind so schlecht. Die sind so japanisch. Ja. Ist es vorbei? Keine Ahnung. Wir haben getan, was wir konnten.
Gehen wir. Nee, ist erst das vierte Kapitel. Da kommt noch was. Hey, Sie, ordnen Sie sich ein. Ordnen Sie sich ein. Jetzt geht Resident Evil, ich bin Leon S. Kennedy. Ich hab die Metal gesollt hier mit den Zwischensequenzen. Ja. Ist es vorbei? Ja. Es ist vorbei. Leon, wir haben ein Problem. Sherry und ihr Begleiter wurden entführt. Unser Satellit ortet sie bei einem Unterwasserölfeld, etwa 80 Meilen von ihnen. Entführt? Warum? Die Daten, die sie uns gegeben hat. Moment mal. Moment mal, der Schlüssel, um den C-Virus zu stoppen, es ist... Jake. Hannigan. Können Sie prüfen, ob sich BSAA-Einheiten in der Nähe des Ölfelds befinden? Einen Augenblick. Was ist das? Okay, ich habe einen Chris Redfield dran. Ich stelle sie zum Flugzeug durch. Chris Redfield? Leon! Leon, wo bist du? Chris, wir sind direkt bei Tachi. Warum? Verschwindet von dort! Ja. Ja, geil. Harter Kampf im Reich der Mitte. Das trifft das Kapitel. Genau. Ja. So. Gut. Die Tode da, die da sind, die berücksichtigen wir jetzt gerade nicht. Das zählen wir im Video weiter aus. Und ja. Ich weiß irgendwie, das ändert mich jetzt wieder mal mehr verwirrt als alles andere. Na gut, das wird wohl Neo Umbrella gewesen sein, die da jetzt irgendwie eine Bombe mit diesem komischen Rauch da... Mit diesem Fettarsch-Rolf. Ja genau, Fettarsch-Rolf-Rauch. Ja. Gedöns da, was er infiziert. Ja. Na gut, Jake haben sie jetzt entführt, weil er immun gegen den C-Virus ist, das wissen wir schon aus der Demo. Ja. Und der hat wahrscheinlich irgendwelche Antikörper, die brauchen und deswegen... Genau. Ja. Haben sie den jetzt halt da irgendwo weggesperrt. Und wir müssen ihn jetzt wahrscheinlich retten im nächsten Kapitel. Mal sehen. Ja gut, vor allen Dingen A geschafft. Ich überlege gerade, kann man hier überhaupt ein S schaffen? Keine Ahnung. Also ich war relativ gut, glaube ich. Ne? 87% hier Genauigkeit ist, glaube ich, ganz okay. Okay, ja, drei Tode, daran kann man auch arbeiten. Aber okay, die Tode zählen irgendwie nicht mehr so wie früher. Irgendwie anders. Ich habe fast das Gefühl, dass A schon das Höchste, was es gibt. Keine Ahnung. Vielleicht kriegen wir mal irgendwann noch ein S. Und an sich ja ist gut, dass es so viele Zwischensequenzen hatte, denn an sich hat mir das leider nicht so viel Spaß gemacht, das Kapitel.
Das stimmt. Also die Zwischensequenzen waren sehr geil, fand ich. Aber so vom Spielerischen war es nicht das Beste bisher. Nee. Das mit der U-Bahn ging denn wieder. Ja, das aber die ist auf dem Markt und so, das war jetzt. Ja, der so Markt, geil. Also ich muss sagen, der Markt hat das Kapitel so versaut, dass man danach irgendwie nicht mehr so in den Spielfluss reingekommen ist. Und diese komischen Bombenkäfer auf dem Boden da, die waren auch ein bisschen ätzend. Und diese Laserschneid-Dinger da. Das war noch alles okay, das ging dann wieder, fand ich jetzt. Irgendwie, weiß ich nicht. Ja. Ja. Ich würde sagen, gut. Wir machen gleich weiter, ne? Wir spielen jetzt gleich weiter, wir machen jetzt hier nochmal einen Cut. Dann geht's jetzt gleich weiter und ja, gut. Dann bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.